Hi, ich bin Fabian von Handysektor und heute will ich wissen, wer ist eigentlich schlauer, Google oder Alexa? Mit Alexa hat der Online-Shop Amazon schon seit längerer Zeit einen smarten Assistenten für zu Hause, der uns helfen soll, Fragen zu stellen oder Geräte im Smart Home zu steuern. Google hat jetzt nachgezogen und die Google Home Geräte auf den Markt gebracht. Zwei von diesen Geräten habe ich heute hier. Einmal den Echo Dot mit Alexa und auf der anderen Seite den Google Home Mini mit dem Google Assistenten. Ich will die beiden Geräte heute testen und in drei Kategorien befragen, wer eigentlich schlauer ist und mehr kann. Hey Google, wie groß ist Berlin? Die Fläche beträgt 891,9 Quadratkilometer. Alexa, wie groß ist Berlin? Berlin, Bevölkerung gleich 3.520.031, Grundfläche gleich 892 Quadratkilometer. Hey Google, wie viel sind 7 Euro in Dollar? Tut mir leid, da kann ich noch nicht weiterhelfen. Alexa, wie viel sind 7 Euro in Dollar? 7 Euro sind 8 Dollar und 56 Cent. Hey Google, was heißt Hallo auf Spanisch? Hola. Alexa, übersetze. Bonjour, was möchtest du mich übersetzen lassen? Hallo auf Spanisch. Hallo auf Spanisch klingt so. Hola. Noch etwas? Nein. Null Problemo. Bei den Wissensfragen haben sich die beiden jetzt nicht wahnsinnig viel gegeben. Während mir der Echo die Fragen vielleicht noch ein bisschen besser beantworten konnte, konnte auch das Google-Gerät eigentlich das Allermeiste ganz gut herausfinden. Aber eigentlich sind die ja vor allem dazu da, mir im Alltag zu helfen. Und deswegen kommen wir jetzt zu Kategorie Nummer 2. Hey Google, wie wird das Wetter heute? In Eichtal fällt heute Regen und Schnee bei Temperaturen zwischen voraussichtlich minus 1 und 5 Grad. Es sind gerade 6 Grad und es ist größtenteils bewölkt. Alexa, wie wird das Wetter heute? In Eich beträgt die Temperatur 5 Grad bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute höchstwahrscheinlich Schnee und regnerisches Wetter mit einer Höchsttemperatur von 5 Grad und einer Tiefsttemperatur von 0 Grad. Hey Google, wo läuft Star Wars im Kino? Star Wars Die letzten Jedi läuft im Kino Traumpalast Nürtingen um 17 Uhr, Viertel nach 8 und 23 Uhr. Er wird auch hier gezeigt. Cinemax Stuttgart SI Zentrum und Traumpalast Esslingen am Neckar. Alexa, wo läuft Star Wars im Kino? Star Wars The Last Jedi wird in einigen Kinos nahe Eichtal heute aufgeführt. Im Kino Traumpalast Nürtingen lauten die Spielzeiten 17 Uhr, 20.15 Uhr und 23 Uhr in 3D. Möchtest du die Zeiten für die nächste Vorstellung hören? Nein. Okay. Hey Google, stell mir einen Wecker auf 7.30 Uhr. Erledigt, dein Wecker wurde auf 7:30 gestellt. Alexa, stell mir einen Wecker auf 7.30 Uhr. Meintest du 7.30 Uhr morgens oder abends? Morgens. Wecker gestellt für 7.30 Uhr morgen früh. Wie ihr sehen könnt, sind die beiden Geräte schon ziemlich praktisch und können eigentlich auch die meisten Aufgaben erfüllen, die ich ihnen so gestellt habe. Aber wir wollen jetzt natürlich noch zur dritten Kategorie kommen und das ist meiner Meinung nach die allerwichtigste. Hey Google, erzähl einen Witz. Ein Witz kommt sofort. Vor kurzem entdeckten Wissenschaftler einen neuen Dinosaurier, der sogar Sprache verstand. Sie nannten ihn Thesaurus. Okay,
Alexa, erzähl einen Witz. Was hat jemand, der immer im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Am Ende liegen sowohl Google als auch Alexa eigentlich ziemlich gleich auf und können alle meine Fragen relativ gut beantworten. Man muss sich aber manchmal schon ziemlich genaue Formulierungen merken, damit sie auch wirklich richtig reagieren. Und obwohl die Geräte beide ja sehr praktisch erscheinen, sollte man sich doch einige Gedanken dazu machen. Zum einen sollte man wissen, dass die Geräte, um unsere Fragen beantworten zu können, alle Daten über das Internet übertragen. Die Daten landen also alle in der Cloud beim Anbieter und wir müssen uns darauf verlassen können, dass die mit den Daten auch verantwortungsbewusst umgehen. Und zum anderen müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Mikrofone immer an sind und wir eben auch immer abgehört werden können. Und da hat man manchmal schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl und fragt sich, hören die es auch wirklich bei meinen ganzen privaten Gesprächen mit? Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich euch zwei Tipps. Zum einen sollte man sich Gedanken darüber machen, wo man die Geräte im Haus eigentlich aufstellt. Muss es unbedingt im Schlafzimmer sein, wo wirklich Privates besprochen wird? Oder reicht es vielleicht auch in der Küche oder im Flur aus? Und zum anderen habe ich eine kleine Einstellungsmöglichkeit. Ich kann nämlich die Mikrofone ausmachen. Sowohl hier am Google-Gerät als auch beim Echo Dot kann ich einfach auf einen Knopf drücken und schon sind die Mikrofone abgeschaltet. Dann hört mir keiner mehr zu. Und wenn ich da wirklich auf Nummer sicher gehen will, kann ich auch einfach mal den Stecker ziehen.